Ich finde die Blümchentapete ganz cool. Die ganzen Geschichten, die du jetzt hier an die Wand bringst, die kannst du halt nachher noch in Wunschfarbe färben, ne? Also. Yeah. Ich finde das ganz nett. Was meinst du? Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen zu Empyrion Galactic Survival. Wir sind hier so ein bisschen am Base umbauen. Yamo ist natürlich auch wieder dabei. Servus. Keine Ahnung, wo du dich gerade rumtreibst. Schwobe. Ja, du baust hier gerade so ein bisschen an der Base. Und ich habe gedacht, wir nutzen die Zeit schon mal wieder so ein bisschen, um ein paar Sachen zu testen. Ich bin die ganze Zeit am Probieren und so. Es gibt so viel hier zu lernen. Wir haben jetzt den Konstruktor schon gebaut, ne? Ja, gebaut ist er, muss noch gesetzt werden. Konstruktor heißt er. Groß. Dafür brauchen wir so alles mögliche an Zeug. Computer, Steuergeräte. Oh je. Also war ein bisschen aufwendiger. Da ist der Computer, der braucht auch wieder ein Steuergerät. Dann Metallkomponenten, Kabel. Da ist das Steuergerät, da haben wir auch schon eins gefunden, ne? Hm. Electronics und all so ein Zeugs. Haben wir auf jeden Fall schon hergestellt. Und jetzt müssen wir den nur noch irgendwo hinstellen, deswegen sind wir gerade dabei, da oben so ein bisschen umzubauen. Hier unten sind die Beete. Da sind jetzt ja die Pflanzen eingegangen, weil die Lampe ausgegangen ist. Und das war wegen diesem Schalter, den haben wir schon abgebaut, ne? Jetzt kann ich hier über P kann ich die Lampe direkt anwählen, Pflanzenlicht, und kann die dann irgendwie einstellen hier. Anstellen und auf HUD anzeigen, brauche ich glaube ich nicht, ne? Keine Ahnung, was das bringt. Musst du nicht. Auf jeden Fall bringt die hier so ein schönes lilanes Licht. Und jetzt können wir da wieder unsere Tomaten und den Kürbis pflanzen. So. Schauen, ob wir es hinkriegen. So. Und so. Jetzt haben wir wieder zwei Sachen am Wachsen. Wir wollen unbedingt noch dieses dritte Zeug, dieses Durian. Dafür brauchen wir aber erst noch ein Beet. Und das müssen wir uns erst noch craften. Das geht nicht im Konstruktor, sondern so ein Extra-Konstruktor, ne? Überlebenskonstruktor oder so ähnlich. Richtig, ja. Ja, das ist also ziemlich cool. Man kann eben mit P die Base anwählen und das, was man gerade anschaut, wo man ein Fadenkreuz drüber hat, das wird dann erstmal direkt aktiviert hier im Overlay. Zum Beispiel hier jetzt das Licht 1. Und dann kann man eben die Farben ändern. Intensität habe ich ein bisschen runtergedreht, Reichweite hoch, damit es irgendwie nicht so blendet. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber es sieht irgendwie schöner aus, wenn man das so ein bisschen grünlich macht. Das andere, das weiße Licht, sieht nicht schön aus. Naja, wir haben auf jeden Fall auch schon wieder einen Mordshunger. Dunkel ist es auch. Macht ja nix. Ist irgendwie immer dunkel. Und hier vorne laufen ein paar Steaks rum, ne? Jo. Da werde ich jetzt mal versuchen, uns ein bisschen was zu futtern zu organisieren. Ja, ich gehe mal mit. Die Kleinen, sind die böse? Hier gibt es so kleine und große. Die kleinen sind die Jungtiere. Wir sollten erstmal die Jungtiere legen, weil man kann die auch ausrotten. Also zumindest. Okay. In einem Bereich. Das ist nicht gut. Wir wollen ja immer Steaks haben. Wir müssen die noch so ein bisschen einzäunen oder so. Okay, da geht's schon los. Also nur die Kleinen. Oh. Die laufen weg. Nicht so einfach. Okay, die fliehen ja in alle Richtungen. Ich treffe nix. Das ist gar nicht so einfach hier zu treffen irgendwie. Ich muss noch ein bisschen Zielübung machen. Okay, ich habe einen erwischt. Aufpassen, die Eingeborenen sind auch aggro. Die kann man ja nicht essen. Die stehen nicht so auf Schüsse, weißt du? Okay. Jetzt haben uns gleich wieder Feinde gemacht. Alles nur wegen dem Steak. Mhm. Aber Steaks sind wichtig. Gib auf! Ich will dich essen. Das ist der Große. Ich wollte eigentlich den Kleinen. Ich habe schon zwei Magazine durch. Und erst einen Typen erwischt. Okay. Der hat Milch dabei, glaube ich. Ja. Das sind also praktisch Kühe. Die sehen nur nicht so aus. Wo ist der Kleine? Den habe ich schon mehrmals getroffen hier. Hast du die ganzen Aliens weggemacht? Du, ich glaube, der ist entkommen. Das nächste Mal müssen wir das ein bisschen besser planen.
Die halten ganz schön viel aus. Da ist noch einer, Vorsicht. Der hält auch viel aus. Wow. Hast du irgendwas? Der hat jede Menge Pflanzen, das ist ja cool. Und ein Corn Dog. Mhm. Also es lohnt sich eigentlich auch. Und hier kommen eigentlich immer wieder neue vorbei, ne? Irgendwie. Hier war ja anfangs Ruhe und jetzt waren plötzlich so viele Viecher und Typen da und so. Na gut. Ja, ich weiß auch nicht, woanders das liegt. Das habe ich jetzt so hoch oben eigentlich auch noch nicht erlebt, aber ja. Echsenmaultier heißt er. Und das ist der Anführer. Ist das schlimm, wenn wir den Anführer erwischt haben? Nö. War, glaube ich, einfach nur der Letzte, der übrig war. Okay. Mal sehen, ob der besonders gut schmeckt. Rohes Fleisch haben wir bekommen. Und ein Maultiermilch. Klingt lecker. Damit können wir nichts machen, oder? Außer es trinken. Der Milch? Doch, doch. Kannst du Käse herstellen für eine Pizza. Yeah! Ja, wir trinken das jetzt einfach erstmal, oder? Ja, können wir machen. Oder? Nee, der Rest fehlt ja noch. Wir haben weder Brot noch Salami. Also Salami könnten wir jetzt herstellen, ja, aber wir haben kein Brot. Okay, dann trinke ich die jetzt mal aus. Körpertemperatur sinkt. Ja, die trinken wir jetzt weg. Dann machen wir uns ein paar Steaks. Wir haben einen Kühlschrank, also egal wie lange das hält. Brauchen wir keine Salami machen. Gibt's wieder Steaks. Das trinken wir noch. Körpertemperatur ist bei 22 Grad, also wahrscheinlich sollte man nicht so viel davon trinken. Aber es geht sofort wieder hoch. Komisch. Gut. Steaks sind in Arbeit. Da können wir direkt mal eins essen. Und dann packen wir die oben in den Kühlschrank, damit die nicht schlecht werden, ne? Ja, und jetzt haben wir auch wieder ein paar Pflanzen. Hast du schon Platz für den Konstruktor da oben? Mhm. Bin dabei. Kann ich den ja eigentlich... Ach, den hast du eh dabei, oder? Ja, den habe ich im Inventar. Den Konstruktor. Kann ich aber theoretisch schon setzen. Dann können wir da mal reingucken, was der so kann. Steaks. Bringen wir in den Kühlschrank. Oh. Das mal mit der Drohne, glaube ich. Okay, wir haben sogar schon eine Tür. Okay, du bist da, ne? Ja. Theoretisch. Placken. Spann mich nicht auf die Folter. Ah, der ist groß. Na gut, zwei so Bodenplatten groß. Ja, cool. Da gibt's schon ein bisschen mehr zu tun, ne? Mhm. Cockpit. Treibstofftank. LCD-Display, immer gut. Kern, Lichtblöcke. Jetzt können wir uns ein Licht craften, jetzt können wir die Munitionskisten. Ja, so funktioniert das nicht. Wir haben keine Ressourcen. Die Frachtboxblöcke können wir uns jetzt hinstellen. Die interessieren mich. Das sind dann die Standard-Storages, oder? Genau. Stahlplatten-Steuergerät, das probieren wir mal aus. Ja, wir müssen jetzt quasi die kleinen Dinger leer räumen und alles da oben rein. Ja, machen wir das gleich, ne? So. Und ich muss noch an den Kühlschrank. So, Inventar ist voll. Dann haben wir jetzt alles für so eine Frachtbox oder so einen Frachtboxblock. Können die dann kombinieren zu größeren Frachtboxen oder wie funktioniert das? Naja, ich sag mal so, Frachtboxen sind hier eigentlich gar nicht so wichtig, weil das meiste kriegst du im Constructor unter, weil du es da sowieso brauchst. Okay. Wichtigste ist ein größerer Kühlschrank, den können wir eigentlich auch schon herstellen. Das ist der Tier 2 dann, der hat mehr Slots. Mhm. Und ja, oh, wenn also groß. Wirklich zu viele Ressourcen zusammenkommen sollten, das ist groß. Ja, macht es eigentlich Sinn, einen zweiten Konstruktor zu bauen. Also ja, man kann mit Storageboxen arbeiten, das ist kein Muss. Die sind ja riesig. Wow. Ups. Ich mache jetzt erstmal das Moped. Ich baue ja auch eins. Ja. Ich check das noch nicht so ganz. Mit Einfügen und so ändert man die Achsen und mit Bild kann man es hoch und runter und wie dreht man das nochmal in Position? Genau. So. Also mit der Positionstaste. Ja.
So, Achse. So ist gut. Die sind ja riesengroß, die Dinger. Soll ich denn so ein riesen Ding hinstellen? Hier in die Ecke oder so. Sieht schick aus. Hat jetzt nicht super viel Slots dafür, dass es so groß ist. Was denn? Diese Frachtbox. Ach so. Ja. Hey, du könntest jetzt mal so einen Überlebenskonstruktor herstellen. Die ganzen Alien-Teile darüber packen oder so. Ja, das dann in den Überlebenskonstruktor, ja. Okay. Schau mal, was der braucht. Mit dem kann man dann. Überlebenskonstruktor, oder? Wie heißt das Ding hier? Den Nahrungsmittel, Prozessor. Whatever. Okay. Mit dem kann man dann so Beete und sowas herstellen, ne? Genau, Beete und dann eben auch die, Nahrungsmittel weiterverarbeiten. Zu Pizza. Richtig. Lecker. Okay, und jetzt stelle ich hier sowas in die Warteschleife und dann craftet er automatisch die ganzen Unterkategorien der Electronics. Genau, musst du es nicht mehr manuell machen, richtig. Das ist mal praktisch, da muss man nämlich auch nicht lagern und so. Sehr gut. So, der ist ein bisschen kleiner. Wo stellen wir den denn hin? Ich weiß nicht, wo du hier noch Platz eingeplant hast. Der ist nur ein Kästchen groß. Der ist zwei groß eigentlich. Sieht aus, ja, stell dir mal hier an die Wand ran. Da. So. Der ist schön gemütlich klein. Deine Kiste muss eh nochmal weg, weil da kann ich sonst keine Wand setzen. Die Wand ist so dick. Kannst du nicht diese schmalen Wände auch nehmen, theoretisch? Aber das bringt nichts, wenn man da nichts dran schafft. Das bringt nichts, die nehmen trotzdem den Platz weg, also insofern macht es keinen Unterschied. Ja. Man kann die Blöcke ja beliebig formen. Wenn ich hier so einen Block nehme und dann rechtsklick, dann kann man hier zum Beispiel so Wände rausnehmen, ne? Solche runden Wände oder Wand-L-Form. Die Wände. Es gibt so viele Teile. Ist total schwierig, die alle zu kombinieren. Ist nicht so einfach. Dass es dann an den Kanten und Ecken und so alles aufgeht. Ist ganz interessant. So. Jetzt haben wir aber den Nahrungsmittelprozessor stehen. Jetzt können wir uns so einen Fleischburger bauen. Wir haben aber kein Brot, kein Käse, keine Tomaten. Wir haben nix. Die Milch habe ich auch schon ausgetrunken. Gemüsekonserven. Pflanzenbeet. Sowas will ich. Dafür brauchen wir Nährlösung, Pflanzenfasern und... Okay. Pflanzenfasern haben wir ja. Ja. Kann der was reinlegen? Nährlösung kann ich da drin herstellen, oder? Ich hab die... der Kiste. Hab mal mein Zeug wieder zusammensuchen. Okay. Wo ist denn das ganze schlechte Zeug hin? Die schlecht gewordenen Nahrungsmittel sind weg. Die hab ich im Inventar. Okay. So, jetzt kann ich so eine Nährlösung herstellen. Läuft. Und dann brauchen wir noch Kunststoff, Rohmaterial. Dafür brauchen wir Mais. Wir haben aber kein Mais, ne? Ja, aber das können wir ja ganz gut looten. Okay. Kunststoff, Rohmaterial. Kürbis. Mais ist leider eingegangen, haben wir nicht mehr. Dann geht's erstmal nicht weiter, ne? Soll ich da jetzt nochmal so eine Wand draufsetzen oder willst du dann runde Wände oben drauf? Abgerundete, oder? Wo jetzt? Auf die Außenwände hier oben drauf? Ja, hier an den Seiten aber nur. Das zwei hoch machen, sonst kriegen wir den Konstruktor ja dann nicht unter. Der ja, zwei hoch, nach innen abgerundet, oder? Nach außen abgerundet. Genau, wie auch immer man das sieht. Ich hab ja hier schon Mist gebaut, sehe ich gerade. Ja, so habe ich gedacht. Ist das richtig? Kann man machen, aber ich hätte es eine Ebene höher gemacht. Noch eins höher. Wir müssen da zwei hoch und dann als Dach. Machen wir das. Ja, der eine Fabricator da ist so hoch, ne? Ja. Aber das ist Maximum für die Gerätschaften. Auch der Verbesserte ist dann quasi nur noch zwei hoch. Okay.
Und wird jetzt mal ein bisschen Bass gebaut hier. So. Jetzt brauchen wir die ganzen runden Teile. Das sind... Muss ich erstmal finden. Oben rechts eigentlich. Die Dinger. Runde Rampe, runde Ecke. Ach so, die muss man nur gescheit drehen, ne? Das ist ein bisschen tricky alles. Wenn man so viel rumdrehen muss. Ja, wenn du schlecht hinkommst, nimm die Drohne. So. So passt es, glaube ich. Nee, das ganze Gedrehe mit der Achse und so. Man muss die Achsen ändern, dann kann man das Zeug gescheit drehen. So. Ja, ist wie Minecraft, noch ein bisschen komplizierter. Und... ja, sieht auch ein bisschen besser aus. Ich habe nur noch einen Block. Hast du noch Blöcke? Ja, ich stelle her. Okay. Okay, also wir haben jetzt erstmal mit Stahlblöcken gebaut, mit Gefechtsstahlblöcken, und jetzt bauen wir weiter mit Betonblöcken, ne? Bisschen ressourcensparender. Sieht ja niemand. Ja, du bist schon am Umfabricaten. Ja, ist das Ding? Die habe ich dir übrigens auch gerade hergestellt. Die Betonblöcke? Ne, die Pistoletten. Achso, okay. Die hole ich mir dann direkt mal raus und teste die. Wie das dann aussieht. So. Okay. Texturierungsgerät und Lackierpistole. Brauchen wir. Jo, schick, ne? Jo. Und du bist gerade mit der Texturierungsgerät, bist du dran, oder? Ja, es ist halt so, wir haben ja verschiedene Materialien benutzt. Also wir haben ja einmal diese Stahlblöcke genommen und dann hatten wir hier so ein bisschen Beton dazwischen. Deswegen waren die erst weiß, die muss man dann eben von der Farbe wieder anpassen mit der Lackierpistole. Aber das geht mittlerweile. Okay. Jetzt darf ich mir was für die Wände aussuchen, oder wie? Ja. Was mit Blümchen? Blümchen gibt's nicht. Es ja, gibt so ähnlich, aber es gibt so Tapeten-Look. Mehrere Seiten, wenn du mal genau guckst. Ah, es gibt auch noch mehrere Seiten. Yay! Das sieht aber schick aus. Ja, und auf Seite 2 gibt es die Blümchentapete, genau. Und da gibt's Holzboden. Yay! Okay. Das ist doch mal cool. Ich finde die Blümchentapete ganz cool. Die ganzen Geschichten, die du jetzt hier an die Wand bringst, die kannst du halt nachher noch in Wunschfarbe färben, ne? Also. Yeah. Ich finde das ganz nett. Was meinst du? Oh Gott. Was gibt's noch? Sowas. Yeah. In Blau ist das schön. Das machen wir. So. Erstmal alles anmalen. Gibt's da nicht so eine Roundhouse-Kick-Attacke oder so? Mal alles anmalt. Also schlimmere Augenbeschwerden wie Krebs, Augenröte und so weiter, Beschwerden bitte an Nightshift. Endlich kann man Gott, das Zeug mal einfärben. Das müssen wir jetzt auch noch ausnutzen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass man das halt alles so richtig schön in seinen eigenen Stil malen kann. Kann man da auch so eigene Designs hochladen? Wäre noch heißer. Habe ich mal geguckt, ob ich irgendwas finde in der Ordnerstruktur, was man quasi öffnen könnte und bearbeiten, aber leider bisher nicht. Oder ich habe halt einfach noch keinen Weg gefunden, das kann natürlich auch sein. Das wäre halt echt cool. Du hast da Betonblöcke mit rein. Ja, ich baue jetzt hier so ein Misch aus allem, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Oh, ich bin runtergefallen. Da komme ich nicht mehr hoch. Aber da gibt es, glaube ich, auch so Wanddächer, ne? Ja, ja nee, du kannst ruhig einen kompletten Block nehmen. Das ist schon okay, wie du es gerade gemacht hast. Dann sieht es von innen aber nicht so cool aus. Ich glaube, so ist cool. Warte mal. Wenn wir die Teile nehmen. Ach so, ja. Kannst du auch machen. Ich komme da nicht hoch. Das kannst du auch machen. Kannst du auch machen. Oh, das geht. Geschafft. So. Wunderbra.
Ich muss mal eben die Lampe hier rausnehmen. Fürs Dann Dach. machen wir das so. Fürs Dach nehme ich die Wände und drehe die. Das funktioniert doch. Hoffe ich mal. Erstmal die Achse irgendwie drehen. So. Ja, so wollte ich das. Aber. So. So wollte ich das. Das sieht gut aus. Das ist aber echt schwierig. Schwierig zu platzieren. In dreidimensional denken. Ja. Funktioniert aber. Also das ist auf jeden Fall richtig cool, das Bausystem. Das ist das coolste Bausystem bis jetzt im Survival Game, oder? Sag ich doch. Definitiv. Da können Conan und Ark nicht so ganz mithalten. So, Blöcke sind wieder aus. Das ist mordshoch hier. Das ist ja eine Kathedrale, was wir da gebaut haben. Und das ist jetzt erstmal nur Base Building. Was meinst du, wie cool das ist, dann dein erstes Schiff zu craften und zu bauen? Ja. Wenn es sich dann auch noch bewegt und du drin sitzen kannst. Da bin ich gespannt. So. Ja, okay, ich sehe schon. Brauchst mich hier oben nicht mehr. Das ist ziemlich cool. Hey, das macht echt Spaß, das zu bauen, also. Ja. Respekt. Ein funktionierendes Bausystem. Kann echt Spaß machen. Nice. Hier runterklettern. Yeah. Schaut euch das an. So, wie sieht das Ganze von innen aus? Nee, ich will wieder das Ding. Wollen wir die Decke anders machen oder genauso? Anders, oder? Sonst wäre es ja langweilig. Das überlasse ich dir. Ja, das wollte ich nicht. Das muss ich irgendwie nochmal anwählen. So. So, hinter dem Fabricator kann ich das nicht mehr anmalen, die Wände. Komischerweise. Doch. Funktioniert nur, wenn du wirklich an die äußerste Ecke der Kante gehst. Das Ding hat ja eine Hitbox von 4x4, aber ganz am Rand hast du eine Chance, das noch lackieren zu können. Irgendwie funktioniert das manchmal nicht hier mit dem. Das stellt immer um, wenn man die Materialien wechselt, stellt, glaube ich, sich immer die Textur um. Richtig, genau. Weil die Position bei einem anderen Material wieder eine andere Textur ist. Mhm. Jedes Mal. Hätten wir bloß alles aus Beton gebaut. Ach so. Hier passt das irgendwie nicht ganz. Da ist die Wand außen. Das sind noch die Relikte von vorher wahrscheinlich. Egal. Ja, so geht das hier. An der einen Seite kriege ich es hin. Bei der anderen... Weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht. Sieht nicht gut aus. Da komme ich an diesem Fabricator, an dem Konstruktor nicht vorbei. Na gut, lassen wir es erstmal, wie es ist. Jetzt nehmen wir noch die Paint Pistol raus. Lackierpistole. Blau. Welches Blau hast du denn genommen? Ja, ich glaube dieses. Cool, Blau. Achso, nee, das für die Tapete habe ich das hellere genommen. Ja. Alles spielt eigentlich keine große Rolle. Mal es an. So. Okay, das funktioniert. Das wechselt nicht die Farben oder so. Läuft. Schön blau alles. So mag ich das. Ja, und das Dach? Schon zu spät. Das Dach müssen wir uns noch was überlegen. Schön hell, oder? Möglichst verrückt und freaky. Hä? Funktioniert nicht. Tun? Was habe ich denn jetzt genommen? Oh, ich sehe gerade, du lackierst komplette Blöcke. Okay. Haken solltest du rausnehmen, weil jetzt machst du quasi das, was ich hier oben gemacht habe, wieder zunichte. Also,
Auf ganzen Block anwenden müsste ich dann anklicken, ne? Nee, das müsstest du deaktivieren. Oder ist das bei dir deaktiviert? Das ist deaktiviert. Komisch, du malst hier außen auch rum. Vielleicht weil ich so an den Ecken gemalt habe oder so? An welcher Seite denn? Da, wo du gerade stehst. Ja, ich hab's schon wieder geändert, jetzt siehst du es nicht mehr. Yay. Wie kann man sogar drauf schreiben? Wie geht das? Das geht mit dem Texturierungstool, wenn du auf Symbole gehst. Gibt's dann auch 4 Seiten. Nice. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wie es aussieht. Super cool. Das ist mal richtig cool. Ich will so ein Bausystem in Arc, bitte. Textur. Wo liegt denn das Problem? Oh, wir haben einen Totenkopf. Ich kann irgendwie die Texturen nicht ändern. Ist das, sind das die Blöcke, die du meintest, da oben? Ja. Achso, dann muss man die an der Ecke anmachen. Du wechselst gerade die Oberflächenstruktur, ja. Was willst du denn für eine haben dafür? Achso, das macht er auf der Außenseite auch. Das meintest du. Ja. Aber da steht auf ganzen Block anwenden, das ist nicht markiert. Trotzdem. Ob es jetzt wieder passiert ist. Weg los. Schau mal, ob es im Eckmodul auch passiert. Hast du eh schon wieder gewechselt. Ja. Ja? Aber schreibt es wieder. Wollte er aber nicht. Wenn ich das einmal markiere und danach wieder abwähle oder was? Schreibt alles um. Sicher, dass der Haken raus ist. Jetzt habe ich ihn nochmal rausgenommen. Und ja, ich weiß auch nicht, weil manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Ich habe das Gefühl, dass es darauf ankommt, wo ich dann hinklick. Lass mich das selber. Nur an den Ecken geht es. Das sieht eigentlich schön aus, oder? So eine Marmordecke? Ja. Geht das so jetzt? Ich muss gucken. Ja. Jetzt, also bei mir hat es nicht überschrieben. Da macht das ja nur an der Seite. Oben in der Mitte oder so jetzt auch nicht? Jetzt müssen wir es halt nochmal machen. Das ist halt irgendwie. Mal. Das ist ein bisschen komisch. Das gefällt mir aber gut so. Einfach ein bisschen rumprobieren, bis man was Schönes findet. Das ist schön hell, schön blau, schön Marmor. Super cool. Texturierung. So, sieht's von innen noch normal aus? Sieht alles normal aus. Ja, okay, weil ich hab's außen wieder angepasst. Das ist cool, wenn man sich mal so richtig ein eigenes Ding bauen kann, wie man das gerne hätte. Gefällt mir. Gut. Jetzt müssen wir noch Mais finden, ne? Die Mopeds können wir hier unten parken. In unserer kleinen Garage. Ja. Ja, das können wir später noch mit Hangartoren und so versehen. Ziemlich cool. Und dann kann man mit dem Rohstofftool Sachen einebnen und andere Sachen damit machen. Genau, also das ist jetzt der blanke Abbau, den du da gerade machst, oder halt einebnen? Ja, einebnen. Man kann auch abbauen ohne Rohstoffe, das geht dann schneller. Also wenn man zum Beispiel mal versucht, so ein abgestürztes Wrack freizulegen, dann geht das damit schneller. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal den Kühlschrank, dann bauen wir den kleinen hier ab und machen stattdessen hier die Medizinstation hin. Okay. Dann stelle ich den Kühlschrank hier in die Ecke. Aber auch drehen, ne? Der wird wahrscheinlich erstmal kreuz und quer da irgendwie. Ja. Was gehört denn nach vorne? Ja, das, dieses Display-Ding da. Das sieht aus wie ein Display. Das andere ist, glaube ich, das Kühldingens. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, dass das so rumgehört. Ja, das hinten ist der Radiator praktisch. Und wie kriege ich den da in die Ecke? Geh in die Ecke jetzt! Der will nicht in die Ecke. Ach nee, das geht nicht, weil wir hier die Wand haben. Nee, da mussten wir hier hinsetzen.
Lass mal die Ecke frei. Wir hätten den... Ja, da können wir nichts in die Ecke stellen, oder? Geht alles nicht auf. Deswegen hatte ich gesagt, dass mit diesen dünnen Wänden, es sieht zwar schick aus, aber es bringt einem nicht wirklich viel. Ja, das ist halt die Base hier vorne, die hier dran ist, ne? Aber die ist ganz cool so. Müssen wir das lassen. Gut. Ja, also wir haben halt dieses Stück hier, wo das reinsteht in den Raum. Und da können wir wahrscheinlich den Nahrungsmittelprozessor auch nicht hinstellen, ne? Obwohl der so ein bisschen Platz hat rechts und links. Doch, den können wir jetzt hier hinstellen. Achso, den Nahrungsmittelprozessor meinst du? Ob man den hierhin hätte hinstellen können? Wahrscheinlich, ne? Nee, ne, auch nicht. Okay. Na gut. Kühlschrank. Du wirst auch die Medizinstation hier nicht hinstellen können. Nee, die will auch nicht gehen. Dann musst du es hier neben den Fabrikator packen. Oh, da ja, geht's. Die ist riesig. Jetzt weiß ich auch, warum sie da nicht hin wollte. Monströses Ding. Okay. Ich stelle sie, glaube ich, mal so hin. Sieht irgendwie ganz cool aus. Jo. Schick. Da kannst du jetzt quasi reingehen. Einmal E drücken. Ich brauche die nämlich gerade. So. Bin wieder heile. Okay. Erste Hilfe. Das kostet nur Energie, ne? Ja. Das ist cool. Dann brauchen wir das ganze Pflanzenzeug nicht mehr, was wir hier haben. Man kann sich auch noch mit diesem ganzen Pflanzenkram heilen. Das hier ist gut. 60 Gesundheit. Und am besten ist das Pflanzeneiweiß mit 100 Gesundheit, ne? Hast du die Anzugstation schon gelernt? Nee. Mach das mal. Base. Brauchen wir als nächstes. Ich habe ja schon gute Rüstung für uns, aber das geht nur mit Schrank. Reparaturstation. Anzugstation. Okay, Reparaturstation habe ich gleich mitgelernt. Weiß nicht, ob das uns was bringt. Ja. Also die Rüstung, die du jetzt anhast, die schon fast runter ist, die könnte man da drin reparieren. Okay. Dann könnten wir jetzt dieses Gerät hier craften. Wenn ich das finde. Anzugstation. Kostet ein bisschen was. Haben wir alles. Ja, das ist gut, wenn man die ganzen Einzelteile nicht craften muss. Das haben wir in Rock schon gemacht, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Okay. Dann läuft das Ding. Da haben wir schon unglaublich viel geschafft jetzt. Dann stellen wir die hin. Sobald sie fertig ist. Such dir was aus. Nummer 8. Müsste hier eigentlich neben den Eingang passen, die ist ja nur eins hoch. Nee, da nicht. Ja, passt hier. Sie. So. Okay. Yeah. Anzugstation öffnen. Cool. Jetzt kann ich den Anzug da reinlegen. Ich hab den besseren reingelegt. Mein Anzug ist mir schon halb durch. Die hatte ich ja vorhin auf der langen Suche gefunden. Der ist aber viel besser. Okay. Es gibt noch eine Stufe höher, aber ich glaube, da musst du schon die ein oder andere Base zerlegen, um da ranzukommen. Ach, da ist man auch schneller. Ne, man ist langsamer, aber man hat mehr Stamina, oder wie? Ne, man hat mehr Stamina-Verbrauch wahrscheinlich, oder? Warte mal. Jetpack. Ich hab ja denselben. Jetpack weg. Sollen wir dann ausprobieren? Yeah! Aber das Jetpack ist um die Hälfte besser. Okay. Ja, sieht 1,44 statt 1,2. Du hast übrigens den Helm wieder auf, jetzt automatisch. Ja, würde den Helm absetzen. Cool. Neue Rüstung. So, und jetzt hast du... Oh, du hast sogar drei Booster-Dings da. Power Ranger. Warte mal, ich hol mal die ganzen Add-ons, die habe ich unten. Was geht los? Add-ons. Add-ons gibt's auch noch. Ja. 1, 2, 3, ganz viele. So, jetzt kannst du hier nochmal reingucken. Ich hab sämtliche Add-ons, die wir gefunden haben, habe ich da mal reingelegt. Kannst du den Anzug noch aufwerten? Multi-Boost? Okay, und ich habe noch so einen EVA-Boost. Der ist scheinbar gut gegen Kälte oder so. Also eher was fürs Weltall. Multi-Boost.
Bringt Panzerung und sowas. Armor Boost. Hilft wohl gegen Radiation. Hattest du jetzt die Reparaturstation auch schon hergestellt? Ich will einen Mobility Boost. Nee, habe ich glaube ich noch nicht. Ach, man kann drei reinsetzen. Drei Booster. Yep. Also bei dem kleinen Anzug, meine ich, war nur ein Slot dafür und jetzt bei dem besseren sind es drei. Ich habe jetzt mal zwei Speed Booster reingepackt. Ich glaube, das ist gut. Ich hoffe, ich habe dir keinen geklaut. Ich nehme so einen Multi-Boost. Ja, ich würde sagen, wir machen dann nächste Episode weiter. Wir haben schon ziemlich viel gemacht jetzt. Wir haben neue Rüstung. Wir haben ein neues Gebäude. Was mir ziemlich gut gefällt. Ich kenne das ja noch nicht so hier. Da ist der kleine Kühlschrank da oben. Das waren zwei Kühlschränke. Mhm. Doppeldecker-Kühlschrank. Also, wenn man das Bausystem nicht kennt, ist auf jeden Fall cool, damit loszustarten hier. Was man damit alles machen kann. Das ist schon unglaublich. So, mal aufs Dach gucken. Yeah. Und so kleine Antennen. Bringen die irgendwas? Ja, das sind keine Antennen, das sind Lampen. Ah, das sind die Lampen. Damit man hier gut landen kann. Ja, also super viel Progress gemacht. Super viele coole neue Sachen ausprobiert. Man kann hier auch ein Geländer hinsetzen, ne? Moment, das habe ich doch schon gesehen. Wenn ich die Dinger nehme, 8, dann kann ich hier doch so ein Geländer schräg links hinsetzen. Oh, das wird wieder schwierig. Aber wir kriegen das hin. Ich glaube, das ist das falsche Geländer. Doch, das passt. Okay. Geländer gerade. Geländer. Das ist nicht super einfach, aber es funktioniert halt irgendwie ziemlich gut, wenn man weiß wie. So. So will ich das. Jetzt sind mir die Bauteile ausgegangen. Jetzt haben wir hier immerhin schon zwei Geländer stehen. Ja, dann hier müssen noch ein paar Pflanzungen mit hin. Das machen wir wieder dicht hier, denke ich mal, oder? Da ist ein Loch zum Reinfallen und runtergucken. Kann man nicht dicht machen an der Stelle. Bei den Pflanzungen? Ja, ganz höchstens. Ne, Geländer kannst du auch nicht machen, weil das eine Geländer jetzt quasi schon diesen Bauplatz belegt. Okay. Und so gucken, wie wir das so lassen. Aber ich glaube nicht, dass man hier durchfeuern kann. Nö. Da hinten dann höchstens. Ne, noch nicht mal hier. Also. Ja, und rechts können wir noch zwei Pflanzungen daneben setzen. Die sind auch beleuchtet, ne? Ja, ich würde deutlich mehr Pflanzen machen. Ja. Oh, guck mal, vier Kürbisse. Früchte. Ja, das gibt gut XP, das zu sammeln, oder? Ja. Die Tomaten wachsen noch. Vier Stück kriegt man dafür. Das ist gut. Auch geändert, finde ich cool. Jetzt kann man vielleicht so einen Pumpkin-Auflauf machen oder so. Ja, du kannst dann nochmal in den Constructor gucken. Oder die Episode schließt. Gibt's da Kürbis? So eine. Ja, nee, der bringt ja nicht viel. Da gibt's so eine türkise Konserve. Vegetable Konserve oder so. Genau, die Dinger sind richtig gut. Heißt, wenn du jetzt Tomaten, Kürbis und eben diese Space Potatoes hast, dann da ewig überleben mit, weil du dir Konserven ohne Ende herstellen kannst. Dann packe ich die erstmal in den Kühlschrank. Wir ernähren uns wahrscheinlich erstmal von Steaks, denke ich. Ja, wenn die hier vor der Base rumlaufen. Ja. Klar. Na gut. Ja, dann machen wir erstmal Schluss für die Episode. War auf jeden Fall super cool. Hat super viel Spaß gemacht, das hinzustellen. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen malen. Da fehlt noch ein bisschen was. Auf jeden. Da fehlt noch ein Hauch von Magenta. Gefällt mir super gut mit dem Marmordach und den blauen Wänden. Und den Stahlplatten auf dem Boden. Coole Kombi. Auf jeden Fall witzig. Ist immer lustig, sowas zu mehreren zu machen. Dann kommen immer witzige Sachen bei raus. Und hier kann man irgendwie durchgucken. Na gut. Ja, nächstes Mal stellen wir uns direkt das Reparaturgerät her, ne? Und du brauchst noch dir zwei Bohrer oder hast du den schon? Ja, den brauche ich auch noch. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich bald wieder Ressourcen holen, ne? Dann aber mit dem Tier 2, ja? Ja, ich denke, wir gehen dann mal hier auf Erkundungstour. Also auch ja, mal was mitnehmen gut. Und mal was abschießen und so. Ja, ein paar Waffenteile finden und so. Ja, das wäre wichtig, genau. Das wäre schon cool. Na gut.
Für heute war es das aber erstmal. Ich bin also super gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe natürlich, euch hat es genauso gut gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.